Servus Kameraden, wir kommen zurück zu WOT Live. Ich bin bei dir. Wir fahren ein bisschen gutes 15-16. Man ist vielleicht in meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Aber trotzdem gebe ich hier mein Bestes. Mal sehen, wie viel das am Ende ist. Immer noch mein liebster Medium auf der Stufe 10. Vor den Rosen, die ich da. Ich habe Angst, das war Pick 34 Uhr noch nicht. Ist auch als nächstes nicht geplant, sondern der STB 1. STBI, STBI, STB 1, STB 1 ist natürlich. EBR kommt da durch. Eine Art enorm, ein Aufklärer und drei TDs. Absolut geile Aufstellung. Ansonsten wirklich super gemischt. So hätte ich das gerne immer. Unterstützer machen ein Drittel aus. Kämpfe die Truppe zwei Drittel. So muss es sein. So, wir fahren alle nach oben. Bei einer Art braucht man sich auch nicht fürchten, dass sie uns im Fokusfeuer belegt. Also nur auf uns zielt, sondern gut möglich, dass die schwereren Ziele, glaube ich, erste Wahl sind. Mal schauen, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Gehen nach oben. Zählen vielleicht mit 9 Unterstützung, ist okay. Echt bombig. Verteilt ordentliche Schellen. Gerne gezogen, Schaden gemacht. Nicht aufgegangen dabei. Denn hier oben ist keiner, der uns irgendwie gefährlich werden kann. Aktuell noch nicht zumindest. Drüber. Müsste jemand anders auch machen. Das kann ich nämlich nicht. Das ist zu weit. So, die Jungs sind nachgezogen. Einen Schuss haben wir bisher angebracht. Das ist natürlich nicht genug. Ja, muss mehr kommen. Ja, da haben wir jemanden aufgehalten. Ja, tatsächlich stehen. Da wird es gut gewesen. Im 412, da kriege ich mal 533 direkt zurück. Super Konquera, das war ein bisschen zu forsch, würde ich sagen. Das sind zu viel gewollt. Ah, wie kann der denn nehmen? Eben jetzt. Superkonquere, gib mir deine mit, bin ich auf der falschen Seite. Ah, da fährt mir genau in den Schuss rein. Blöd, Mann. Was ist jetzt die Art hier erledigen oder nicht? Einer rechts, einer links. Mach mal. Abgeballt. Noch keiner rausgenommen. Nein, kein Schuss drauf. Also es kriegt schon Schuss drauf, aber er landet auf jeden Fall in der Panzerung. Wir haben ja wohl auf Bremen wechseln müssen. Angewinkelt und deswegen dann überwinkelt. Nee, war nur die Kette. Meine Fresse. Ich spiele schon mit Standard.
Gerne Chance. Bräuchte ich auch einen Durchschlagsheilwoll. Da sieht nicht so drin aus. So, 2127 Schaden ausgeteilt. 6 Schuss Schaden sollen wir noch. Dann machen wir mit Bremen weiter spielen. Ah! Genau der Schuss geht natürlich nirgends hin. Schauen wir mal, wie mit einem raus. Der geht natürlich daneben. Haben wir gesehen. Der hinten ist direkt aufgespritzt. Zweite DS noch am Leben. Einer schon am Leben. T95 aufgeklärt. Steht der? Nochmal Kettentreffer, vielleicht kann die Artete was tun. Nehme ich One-Shot. In Bremen haben da keine Chance, großartig. Punkt Genauigkeit gibt es bessere Kanonen. Gefährlicher Treffer. Hm. AI will ich eigentlich nicht so schießen auf den. Ich sehe schon. So. Wir bleiben wieder auf. Reinstoßen will. Was haben wir noch? Waffenträger Panzer 4. Da gehen wir hier auf. Der kann es ebenfalls one-shotten, wenn er will. Abgeprallt am 430 Uhr. Also 2600 Schaden ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben es zumindest vielleicht kein Wunder gespielt, finde ich. Vielleicht kriegen wir hier noch mehr. Versenkt. Die Arte schießt auf einen Panzer, der im Wasser steht. Und der kam dann nicht mehr raus, deswegen ist sie von der Artillerie versenkt worden. So passiert das auch nicht alle Tage, würde ich sagen. Wir gucken mal, was es dafür gibt. Ein Dreier vielleicht. Ein Zweier ist es, glaube ich, nicht. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Hurra, hurra, hurra. Jubel, jubel, freu, freu. In 1er ist es sogar. Wunderbar in 1er. Wenn wir das mal anwenden hier das Ganze. Auf Stufe, auf Platz 2 sind wir gelandet mit 1059 Basis-XP. Ist okay. Haben wir ein bisschen netter gemacht. Ja, 21.000 haben wir da noch plus gemacht. Hängen wir gleich noch eine zweite Runde dran. Einfach. Meine Güte. Einfach, weil es Spaß macht. Da sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Zweite Runde im UDIS 1516. Wir sind auf einer Karte, die ich recht gern habe. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein hübsches Video dazu gemacht, wie man den hier mit dem UDIS 1516 am besten fährt. Wir gehen hinten auf die Einzellinie, da wo wir hingehören. Gunnebashen und einen fett angewinkelten Turm, fett angewinkelte Oberwanne sind hier unser bestes Argument. Wir sind in einem 10er Gefecht mit 9,8 Unterstützung. Also dieses typische Plus-2-Matchmaking ist absolut überflüssig, liebes Wargaming-Team. Wird längst mal Zeit, dass wir uns das hier anschauen, aber da habe ich eh schon meinen Senf dazu beigetragen. Das soll ich hier jetzt nicht breit treten. Für alle, die es noch nicht wissen, ich mag es einfach nicht, mit dem 10er-Panzer gegen 8er-Panzer zu spielen. Nicht, weil ich da trotzdem verliere, sondern einfach, weil es unfair ist. Ein Stufenunterschied ist okay. Aber zwei Stufen, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, dass es vor einigen Jahren noch anders war. Erstmal in Stufe 3 Panzer in 10er Gefechte gekommen. Interessiert mich aber nicht, wie es damals war. Inzwischen hat sich so viel geändert. Das Spiel ist dermaßen schnell geworden. Da hat sich schon einiges getan. So, Scout bleibt hinten. Warum auch nicht? Der Gegner hat eine Badge 12 dann als Scout. Eine Arti, jede Menge TDs. 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich das richtig sehe.
Also die Unterstützer wieder machen ungefähr die Hälfte aus. Ist ein bisschen viel. Aber was soll man machen? Welches nur eine Arti? So, sobald das Plus hier erscheint. Amix 30 kriegt doch eine eingeschenkt. Scheint auch der einzige zu sein, der sich wirklich dafür interessiert. SDB1, was für eine Überraschung. Natürlich kommt er hierher. Wohin denn sonst? Hat dieselbe Mechanik hinten eingebaut wie meine einer. Da haben wir den E4, also das ganze schwere Gerät auf meiner Seite. Normalerweise müsste jetzt in der Stadt dermaßen Druck gemacht werden, dass gleich Ende ist. Ne, mein Freund. Da musst du HE laden, wenn du was erreichen willst. Und ich werde Premium laden für dich. Einfach weil es Spaß macht. Die Jungs da sind komplett unnütz, die warten aber ganz dringend auf Ziele, die aufgehen. Da kommen wir durch. Sonst noch jemand Zeit, hier ein bisschen drauf zu schießen? Jawohl, sehr schön. Ne, das war nix. Der verlief im Sande sozusagen. Okay. Der wird mir gleich wehtun. Jawohl. Und zwar so richtig wehtun. Na, schieße ich natürlich blind die Munition raus. Kann nicht immer funktionieren. Obwohl ich den recht gut getroffen habe. Der hat sich schön angestellt. Aus der Affäre gezogen. Du musst da eh schießen, Digga. Ansonsten hast du da keine Chance. So, wir haben ihm mal den Rest gegeben. War ja nicht mehr viel. Okay. Wir gehen wieder auf Standardmunition. E50 da drüben, der wird schön auseinandergenommen. Wenn die Jungs jetzt ein bisschen Druck machen könnten, weil in der Stadt, wie gesagt, haben wir schon gewonnen. Es kommt davon, wenn man die ganzen wirklich schweren Panzer auf die falsche Seite schickt. Da steht er. Der Hühnerschrecker, AMX-30B raus. Nee, AMX-30, Entschuldigung. Da sind die beiden Artis. Ne, das eine Arti natürlich nur. Mehr wird's nicht. Da werden wir nochmal SDB eindrücken. Drücken wir ihm noch eine rein, einfach weil es lustig ist. Wer geht's da? Also hier so eine typische Runde, die eher wenig Spaß macht. 13:2, aber was sollen wir machen? Ich habe meinen Beitrag geleistet, 2878 Schaden ist okay. 1110 Schaden geblockt ist ebenfalls recht gut. Hab natürlich ordentlich kassiert, aber ist auch einiges hängen geblieben, wie gesagt. Auch von schweren Kanonen. Ihr müsst euch angewöhnen, auf dem hier muss man auch mal HE schießen, das geht nicht anders. Und da hole ich mir meinen dritten Kill bei 2983 Schaden. Jo, mal gucken, was es dafür gibt. Wahrscheinlich wieder ein 1er könnte das sein. Ein M ist das nicht. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden ich selber gescoutet habe, aber es ist, glaube ich, einiges gewesen. Deswegen könnte das dort tatsächlich bis zu einem Stufe 1 zur Stufe 1 Auszeichnung reichen. Eine Dreier.
Ach ja, 8er, 9er, 10er. Okay. Also 863 Base XP, das ist dann nicht mehr so dolle. Merkt man. Okay, beim 10 zu 2 oder was war das? 10 zu 3. 15 zu 3 braucht man nicht so viel erwarten. Leider ist es so. Also ich habe wieder zwei hübsche Replays. Die Replay Challenge werde ich jetzt aufnehmen, damit ihr wieder was zum Schauen habt für die Replay Challenge. Und dann, ja, war's das hier. Zumindest von meiner Seite für heute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.